Herzlich willkommen zum Instant Rave Nummer 36 bei Rave Planet. Und heute haben wir wieder einen besonderen Gast eingeladen, Mr. Soulful Techno, der das Glück schon im Namen hat. Denn Ananda steht für die Abwesenheit von Unglück bzw. fröhliche Glückseligkeit. Gabriel Ananda, Mr. Soulful Techno. Hello, hello, hello. Herzlich willkommen. Danke. Wie geht's dir? Ja. Also ich bin total froh, hier zu sein und dich zu sehen, euch zu sehen. Und das ist echt schön. Ja, wir hatten uns ja im September erst gesehen gehabt, ne? Genau. Auf einem von den wenigen Festivals, die dieses Jahr stattfinden konnten. War aber dafür umso schöner, ne? Ich glaube, das war auch das letzte Mal, dass ich überhaupt öffentlich performt habe. Ja? Krass. Okay, Wahnsinn. Ja, war eh ein sehr dünnes Jahr für alle. Wenn wir aber jetzt gleich so richtig in die Vollen gehen, sollen wir das nicht mit trockener Kehle tun. Deswegen würde ich dich bitten, was Schönes beim Zimmerservice zu bestellen. Denn wir feiern ja Silvester. Vielleicht gibt es was zum Anstoßen. Ja, okay. Sehr gerne. Dann ja. Einfach die Neuen wählen. Ja. Order uns was Schönes. Okay. Ja, hallo, hier ist Gabriel Ananda. Ich würde gerne 2 Sektgläser mit sprudelndem Mineralwasser bestellen. Ja, vielen Dank. Sektgläser mit sprudelndem Mineralwasser. Okay, wir machen einen auf alkoholfrei heute. Genau, wir machen heute einen auf alkoholfrei. Ich bin Moslem. Ah, okay. Und interessant. Ja, und muss man ja dann seinem Wort treu bleiben. Auf jeden Fall. Ja. Genau. Finde ich sehr spannend. Sag mal, du Soulful Techno Mensch, erklär uns doch mal genau, was bedeutet Soulful Techno? Ja, danke für die Frage, die ist wirklich gut. Man kann es auch missverstehen, viele Leute verstehen ja da melodiöse und diese ganzen Stile, die ja auch echt sehr häufig geworden sind. Was ich eigentlich darunter verstehe, ist, dass die Musik einen in der Seele anspricht. Und das ist wirklich ein sehr weiter Begriff. Ne? Also es kann auch was Düsteres sein, weil wir kommen ja, wie soll ich sagen, meine Emotionen haben ja das gesamte Spektrum. Und so lege ich auch auf. Mir ist es wichtig, dass man das gesamte Spektrum an Emotionen auch in seinem Leben integriert und auch nicht irgendwie so tut, als ob das nicht da wäre. Und das ist mir auch wichtig in der Musik, dass sie erstmal das anspricht, das Gefühlsspektrum, was man hat. Und aber düster höre ich jetzt bei deiner Musik eigentlich nicht wirklich raus. Mal melancholisch, aber düster? Ja, es gibt schon so ein paar Sachen. Also man jetzt zum Beispiel, ich hatte einen Release gemacht vor 2 Jahren, das heißt Shadow Principle, wo es halt auch um diese Schatten geht, um die Sachen, die man vielleicht auch nicht immer so wahrnimmt, die dann halt als dunkel in Erscheinung treten. Das ist schon extrem düster, finde ich. Das kenne ich gar nicht. Da muss ich unbedingt mal reinhören. Und euch würde ich es dann einfach auch in dem Video verlinken, dass ihr es auch mal gehört habt. Das scheint ja eine seltene schwarze Perle in deiner Kette von 300 Produktionen zu sein, die du mittlerweile schon hast, so rund, ne? Du bist wahnsinnig produktiv. Wo nimmst du diese ganze kreative Energie her? Ich habe einfach wahnsinnig viele Probleme. Der Künstler. Okay. Ich bin ein richtiger Emotionsmensch und und ich kann auch meine Emotionen nicht gut abschalten und es geht rauf und runter in meinem Leben und jetzt bin ich 43 und habe schon viel ausprobiert und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt kein Heilmittel dagegen. Man muss damit umgehen, man muss es annehmen und wenn man viel Emotionen hat, ist es halt auch möglich, viel in die Musik reinzutun. Wenn man nichts erlebt, kann man keine gute Musik machen. Also viele Künstler, ich setze mich jetzt 3 Monate ins Studio und mache jetzt nur abgefahrene Musik und nach 2 Wochen geht gar nichts mehr, weil man muss leben. Und wenn man ein bewegtes Leben hat, kann man auch, glaube ich, viel Musik machen. Und du hast ja mit Soulful Techno diese eine Schiene, die ist ein bisschen melodiöser, wie du schon gerade gesagt hast, also insgesamt ein bisschen... Ja, bitte? Hallo? Ah, Hallöchen! Zimmerservice. Hi. Hallo. Vielen Dank. Oh, einmal super. Für dich und einmal für mich. Vielen Dank. Vielen Dank. Das stelle ich jetzt mal kurz beiseite. Also Soulful Techno ist ja eher so die melodiösere Seite. Du hast auch ein Label Soulful Techno, du machst einen Podcast Soulful Techno. Du hast aber auch Basmati Records gehabt als Label. Da ist ja 2020 nicht wirklich was passiert. Die Website ist auch gerade auf Construction. Was ist los da? Tja. Also ich mache immer nur was, wenn was da ist. Also die Labels und auch die Musik ist für mich nichts, ist nicht so ein Geschäft, wo ich immer sehe, dass da Umsatz ist.
sondern da muss auch in mir wirklich was geschehen, dass ich da was drauf machen kann. Und das mit der Website ist eher Zufall. Da sollte vielleicht eine Umleitung drauf auf Facebook oder so. Wer guckt schon heute noch groß auf Websites? Ja, ist wahrscheinlich sehr wenig, ne? Relativ wenig. Ich habe aber tatsächlich auch bei Smarty was gemacht. Mhm. Aber nicht in 2020, ich glaube. Das weißt du besser als ich. Du hast doch recherchiert, oder? 2019 habe ich das letzte gesehen. Ja, genau. Das ist ein bisschen her, ja. Genau. Basmati ist eigentlich ein richtiges Techno-Label. Mhm. Und ja, irgendwie ist mir da, glaube ich, einfach so der Faden gerissen. Und dann ist Basmati dazu geworden, dass ich da einfach alles drauf mache. Mhm. Ganz unterschiedliche Stile auch. Ja, einen ganz interessanten Stil fand ich ja das letzte Ding, was unter Wally Tales rausgekommen ist. Also Wally Tales ist ein Alias von dir und du hast produziert dieses Jahr. Also ein Remix für Alice Rose hast du gemacht und zwar für Berlin is for Dreamers. Mhm. Wie kommst du zu dieser Musikrichtung? Ist ja eigentlich doch eher untypisch. Nee, ja, also wie lange darf ich ausholen? Solange du möchtest. Echt? Ja, klar. Also ich bin ein richtiger Techno-Underground-Mensch. Mhm. Okay. Aber bevor ich eigentlich zum Techno gekommen bin, habe ich auch immer im Radio Musik gehört, dann so Eurobeat und fand das irgendwie cool, so Culture Beat und diese ganzen Sachen. Und eigentlich hatte ich schon immer so ein Pop-Ohr. Ich habe das immer sehr gemocht. Mhm. Also es hat mich angesprochen. Okay. Und dann bin ich zum Techno gekommen und im Techno, früher war es so, wenn du kommerziell warst, dann warst du richtig stigmatisiert. Also es war wirklich kein Spaß, ne? Naja, hast du ja heute auch noch manchmal, ne? Ja, vielleicht hier in Berlin hat sich das noch so fortgesetzt. Wenn du die jungen Künstler siehst, dann ist das ja egal, ne? Die kennen das nicht mehr. Und das ist das Interessante, dass ich diesen ganzen Bereich eigentlich in meiner musikalischen Entwicklung immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt habe, obwohl ich eigentlich auch so ein bisschen dafür brenne. Und dann hatte ich so ein Ereignis vor 2-3 Jahren, wo ich in so einem Klamottenladen stand, Telly Whale. Mhm. So ein Teenie-Klamottenladen. Ja. Und ich dachte so, ey, eigentlich coole Musik. So. Und dann nächstes Stück, ey, eigentlich auch voll fresh und lebendig und innovativ. So geil, das hätte ich dir nie zugetraut, ernsthaft. Ja, ich war wirklich begeistert. Und dann habe ich an die letzten Monate gedacht auf den Festivals und ich dachte so, boah, ey, Techno ist eigentlich so eine konservative Opernmusik geworden, wo halt so diese ganzen neuen Einflüsse, dieses ganze Lebendige von diesen jungen Produzenten, die sich überhaupt gar keine Gedanken machen über Kommerz, über Autotune auf der Stimme, die haben diese ganze Welt der Computermöglichkeiten vor sich und die lassen sich da kreativ reinfallen. Und was da rauskommt, finde ich wirklich frisch. Ja, manchmal ist zu viel Wissen ja auch hinderlich, ne? Genau, vor allem dieser Background, Kommerz ist schlecht, also wenn du so Tabus hast. Und ich stand vor diesem Laden und mir ist echt wie Schuppen von Augen gefallen, weil ich mache ja schon so lange Musik. Und irgendwann hatte ich auch die Lust verloren und dann ist mir auf einmal aufgefallen, wow, da ist ja noch ein ganzes Feld, was ich eigentlich nie bedient habe und wo ich ja eigentlich für brenne. Und da könnte noch was entstehen mit den ganzen Skills, die ich habe. Mhm. Und ja. Und wie bist du dann zu Alice Rose gekommen? Alice Rose ist meine Ex-Partnerin von, oh Gott, wann war das? 2005 bis 2012 oder so. Mhm. Und ich finde, sie ist eine wirklich sehr großartige Sängerin und Produzentin. Ja, Sängerin, ganz wunderbar, tolle Stimme. Und auch Performerin. Mhm. Sie hat wirklich auch diesen Hang, dann den großen Erfolg nicht haben zu wollen, ohne dass sie es wirklich weiß, glaube ich. Egal, auf jeden Fall, sie hat mich gefragt, ey, willst du das Stück remixen? Und ich habe es gehört und ich dachte so, wenn da eine funkige Bassline draufkommt, dann ist das total cooles Popstück. Und dann habe ich da eine funkige Bassline drauf gemacht. Ja, klar. Und ich höre es, also so Sommer im Auto, so ein bisschen aufgedreht, so einfach so ein richtiges Popstück, was so vor sich hin dödelt und einen so ein bisschen erhebt. Mhm. Ja, zum Autofahren kann ich mir das auch gut vorstellen. Autofahren ist auch ganz lustig, denn ich habe sehr viele Videos von dir auf YouTube gefunden, wo du wirklich im Auto unterwegs bist. Du bist auch ein leidenschaftlicher Drohnenpilot, ja? Oh, stimmt. Freestyle-Drohnen. Freestyle-Drohnen, ja. Also, das sind aber schöne Aufnahmen herausgekommen. Dann so der Brummer unten drunter. So. Aha, es hat Spaß gemacht, das Video anzugucken. Oh, krass. Stimmt, das gibt's ja auch noch. Ja. Hey, du solltest vielleicht mal deinen YouTube-Channel ausmisten. Oh je, yeah, ja, ich glaube auch. Nein, das sind wirklich tolle Sachen drauf. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch einen Vlog gefunden von 2000.
18, wenn ich mich richtig erinnere. Da hattest du nämlich gesagt, dass du jetzt mehr auf YouTube machen möchtest, weil du findest, dass die anderen Plattformen so ein bisschen low sind. Aber du bist auch kein Fotomensch, hast du in dem Video gesagt. Und das finde ich ganz lustig, weil als wir uns im September gesehen haben, hast du mir gerade erzählt, dass du eine Kamera rausgekramt hast und das Fotografieren für dich entdeckt hast. Wie kam es denn dazu? Völlig abgefahren, ja. Also ich habe wirklich nie Fotos gemacht und es gibt auch von meinem ganzen Leben fast überhaupt keine Fotos. Auch von meinen ganzen Reisen nicht und so. Mhm. Dafür Videos, ne? In der Vergangenheit auch nicht. Es gibt fast nichts. Und dann wollte ich eigentlich einen YouTube-Channel machen und brauchte eine Kamera. Und dann habe ich gemerkt, oh, man kann damit auch Fotos machen. Und dann, pass auf. Und dann, ich brauche ja noch ein paar gute Objektive, lichtstarke. Mhm. Und dann habe ich gesehen, super teuer. Und dann, oh, es gibt Vintage-Objektive, die kann man adaptieren. Und ich habe einen 3D-Drucker, dann habe ich mir Adapter gedruckt und dann angefangen, Objektive zu sammeln. Und bin dann du hast dir selber einen Adapter gedruckt. Mhm. Hast du dafür die Vorlage im Internet gefunden und dann oder wie? Ja, also ich habe teilweise dann schon auch die Anschlüsse, gibt es dann auch schon als 3D-Modelle, die du dann bearbeiten kannst. Mhm. Meistens funktionieren die aber auch nicht richtig, die musst du dann noch so ein bisschen modifizieren, dass es richtig tight sitzt. Ne? Und ja, habe ich mir selber gedruckt und auch dann so Objektive, die so eigentlich auf so kleinen alten Kompaktkameras drauf waren. Da dann wirklich so, die kannst du nur so rausreißen und da dann einen Adapter gebaut für meine Kamera. Und das, also du bist auch so ein Bastler, ja? Ja, total. Okay. Wow. Und dann bin ich zur Fotografie gekommen und habe gemerkt, so, oh, das ist doch schön und das liegt mir auch. Und ich fotografiere vor allem gerne Menschen. Mhm. Also ich finde es total schön, wenn ich jemanden fotografiere. Die meisten Menschen und vor allem auch Frauen halten sich ja eigentlich nicht wirklich für richtig schön. Und das finde ich total schade. Und wenn ich jemanden fotografieren kann und der merkt auf den Fotos so, wow, das bin ja ich und ich bin ja wirklich schön, finde ich sehr erfüllt. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe es auch immer gerne so gemacht. Ich habe auch Fotografie, habe ich dir ja schon erzählt, habe ich auch lange Zeit betrieben, aber mehr im Studium. Ich bin nie wirklich eine gute Fotografin geworden. Aber dieses, dass man so den Charakter von einer Person in einem Porträt rausschält, das ist wirklich eine hohe Kunst. Also ich sehe auch immer wieder, wenn ich mir Künstlerporträts angucke, was ich ja sehr viel tue, da sehe ich auch immer wieder so, das ist aber nicht die Person, die dann wirklich vor mir steht, ja. Und da hast du aber so ein richtiges Händchen für. Du hast auch schon ein paar Fotos, leider viel zu wenige bis jetzt auf deinem Instagram-Account veröffentlicht. So fünf. Wann dürfen wir denn mal mehr Fotos von dir sehen? Ja. Gibt es mal eine Ausstellung? Gibt es mal eine Webseite dazu? Was hast du damit vor? Also ich habe wirklich gedacht, ich verdiene erstmal kein Geld. Ich bin ja Musiker und es gibt Corona, also zumindest, naja, egal. Ich gehe da jetzt nicht drauf ein. Ich habe wirklich gedacht, ich mache eine Website und biete Porträtfotografie an, einfach für jedermann, für einen fairen Preis. Eine Ausstellung, wow, habe ich jetzt nie drüber nachgedacht. Ja, aber vielleicht könnte ich wirklich auf meinem Instagram ein paar Fotos posten. Allerdings weiß ich auch nicht, ob da meine Fans, ich mag dieses Wort nicht, ob die Leute, die meine Musik mögen und mich verfolgen, dich auch als Fotograf gut finden. Ja, ob die überhaupt meine Fotos sehen wollen, warum, ne? Warum nicht? Robert Babitsch hat es ja auch gemacht und ist damit sehr erfolgreich. Ja, stimmt. Ja, zeig doch, was du noch kannst. Ich finde das super. Wir werden demnächst bestimmt ein bisschen mehr von dir sehen. Ja, das ist mir auf jeden Fall. Da freue ich mich schon drauf. Du hattest gerade schon das Thema so versucht, ein bisschen zu umschiffen. Ich hack jetzt nochmal ein. 2020, Rückblick für dich, weil wir haben ja quasi Silvester steht vor der Tür. Du hast ja auch dieses Jahr so besonders erlebt als Musiker, der nicht spielen kann oder nur wenig spielen kann. Ja, ich muss sagen, du brauchst gar nicht so dir so Sorgen machen. Es war ein absolut super Jahr für mich. Ja? Ja. Also ich habe jetzt 17 Jahre lang getourt ohne Pause und ich bin auch in so einen Erschöpfungszustand gekommen und habe auch immer mehr die Lust verloren und habe aber den Absprung auch nicht hinbekommen. Oder zumindest mir mal wirklich eine Pause zu gönnen. Und auf einmal war das alles weg. Es wurde mir genommen. Und ich habe noch nie so einen schönen Frühling erlebt. Also meine ganze Wahrnehmung hat sich verändert. Ich bin viel wacher und heller geworden, dadurch, dass ich nicht mehr so viele Nächte durchmachen muss. Mhm. Ich stehe morgens auf, ich habe auf meinen Tagesrhythmus, was ich nie hatte. Echt? Okay. Ja. Mhm. Und ich habe neue Felder angefangen zu erforschen. Ich bin jetzt in Psychologie nochmal ein bisschen Trauma-Bereich, lerne ich gerade ganz viel. Ah ja, okay.
Passt ja auch zum aktuellen Thema gerade noch. Ja, wir sind alle traumatisiert. Voll. Ne? Ja. Also fast alle von uns. Und jetzt ist es natürlich so, dass die meisten Menschen haben Trauma, sie haben schwierige Zustände. Und wenn jetzt irgendwie Corona da ist, dann kann man endlich mal sein Leid auf was Äußeres schieben. Mhm. Und das ist natürlich super praktisch, um dann über irgendwas zu jammern, was da draußen ist. Und die müssen das ändern, damit es mir wieder besser geht. Mhm. Aber das ist ja so eine generelle menschliche Geschichte, dass Menschen genau. immer versuchen, den Fehler erstmal im Äußeren zu finden als im Inneren. Genau, genau. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch ein Grund, warum die Leute Corona so lieben. Und dann diese Masken, man kann endlich mal was Gutes in die Welt bringen, indem ich jetzt so einen Stofffetzen in meinem Gesicht trage, bin ich jetzt sozial und die Menschen müssen nicht sterben, ich bin so gut. Und so. Aber egal, darüber wollten wir ja gar nicht reden. Mein Jahr war grandios eigentlich. Jetzt so langsam muss ich mir aber schon Gedanken machen, wie es jetzt wirklich auch weitergeht. Ich habe ein paar Sachen angefangen und dann immer wieder den Faden gemerkt, dass es auch nicht... Weil mein Leben kann ja jetzt nicht einfach so weitergehen. Mhm. Ich kann ja jetzt nicht einfach abwarten. Irgendwann geht es mit den Gigs weiter. Mhm. Und ich will auch ein zweites Standbein haben. Mit den Fotos. Mit den Fotos. www.gabrielmachtfotos.de Super Idee. Deine Webseite, kein Problem. Danke. Morgen habe ich sie fertig. Ja. Okay, also so Vorhaben für 2021. Hast du gute Vorsätze? Bist du so ein Mensch, der sich Vorsätze nimmt? Ja, eigentlich habe ich immer denselben Vorsatz. Ja, dass ich glaube, der einzig wahre Vorsatz ist, dass man wirklich ehrlich zu sich selber ist. Mhm. Und dass man das auch jeden Tag oder immer regelmäßig überprüft, ob man integer ist, also ob man das tut, was man auch, wozu man selber steht. Aufrichtigkeit, Integrität finde ich so das Allerwichtigste. Und es ist wirklich schwer. Mhm. Weil man kommt ganz schnell in einen Zustand rein, wo man eigentlich vergisst, wofür man steht. Und man macht irgendwas aus Emotionen, aus Faulheit, vielleicht manchmal auch, aber auch manchmal aus Angst. Mhm. Und mein Vorsatz ist, ich möchte noch integerer werden und alles dafür tun, damit ich ein Maximum an Integrität erreiche eigentlich. Okay. Ja. Das werden wir nächstes Jahr an der Stelle nochmal checken, ob es denn genau, geklappt hat. Genau, ja. Dazu gehört natürlich nicht, das ist also nicht zu verwechseln mit Perfektion. Mhm. Für mich gehört auch zur Integrität dazu, dass ich dieses Leben hier genieße und annehme, dass ich hier sein darf auf diesem Planeten für diese kurze Zeit und es auch immer wertschätze und wirklich auch mich mit Freude auch in die Lust und in die Vergnügen reinstürze, aber ohne dann auch zu vergessen, dass es auch dann eben auch die andere Seite, die Vernunft gibt und so. Genau. Das ist mir wichtig. Sehr schön. Schöner Vorsatz. Ich glaube, davon schneide ich mir ein Scheibchen ab. Jetzt, mein Lieber, würde ich sagen... Ah, jetzt stoßen wir an. Super. Es silvestert ja schon demnächst. Also, ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Abschluss und einen guten Start ins neue Jahr. Mit guten Vorsätzen und viel mehr guter neuer Musik. Ich wünsche dir auch alles Gute, Ellen, und das ist, was du dir gut tust. Und ich danke auch dem Kameramann. Unserem lieben Motte, der wie immer sehr schön die Kamera führt. Dann, see you next year. Und jetzt gleich viel Spaß beim Spiel. Danke. Cheers. Cheers. Komm. Na, die Jote weiß auch schön. Das